Mir fallen hier so viele Dinge auf, die einfach nicht richtig sind. Ist das einfach nur übertrieben verantwortungslos und zu verurteilen, was hier gepostet wird? Ihr macht daraus alles immer Schubladen. Also bei euch ist doch dieser Fokus. Okay, das ist mein Geschlecht. Bitte beachtet alle mein Geschlecht. Beginnen ends Schnürschuh. Moin Leute, herzlich willkommen zu JJ Will, wie jeden Tag um 17 Uhr, aber heute nicht aus dem Stream, sondern nur du und ich und ohne Chat, aber dafür mit einer sehr charmanten jungen Dame. Sie trägt den Namen Persia X und hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Woke sein auf Kosten von Minderheiten. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, verdammte Kiste. Das erinnert mich ja null an die Woke-Bubble, verdammt nochmal, welche ihre dummen Takes raushauen. Und wer leidet am Ende darüber? Ja, die Betroffenen, die sich zu Schützen schworen. Wir gehen hier auf jeden Fall mal rein, wenn ihr das Thema feiert. Gerne mal Däumchen nach oben da lassen und ein Abo. Wir sind auf dem Weg zu den 40.000. Es würde mich echt freuen, wenn wir das schaffen. Und los geht's. Okay, also zuallererst muss ich sagen, vielen, vielen Dank für 100.000 Abonnenten. Was mich natürlich umso mehr freut, ist, dass das Thema, welches ich aktuell thematisiere auf meinem Kanal, mehr gehört werden will, dass viel mehr Menschen auch schätzen, dass ich darüber rede. Auch wenn einige Menschen, teilweise auch Mitglieder der Community, Anwälte auf mich hetzen, um mich zum Schweigen zu bringen. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Ayosha. Hallo Schatz. Ich habe nämlich... Also der Ayosha, ne, von dem habe ich schon einige witzige Sachen gehört. Die darf ich leider nicht sagen in der Öffentlichkeit, aber da war der Gossip auch schon real. Ne? Also ich habe nicht oft über ihn gesprochen, aber einmal, als ich im Büro war, da war auch eine andere Person und die hat mir dann die ein oder andere Geschichte erzählt und der hat sich schon wilde Sachen erlaubt, Leute, wilde Sachen. Ging halt unter anderem darum, dass eine InfluencerInnen-Ens, ja, ich möchte euch das Geschlecht nicht verraten, die sollte wohl zu einer Show gehen und er hat sich dann wohl, hat dann an diese Show-Leute eine E-Mail geschickt, wie problematisch sie ist. Und Leute, da waren teilweise so lächerliche Sachen aufgezählt, ich wünschte, ich könnte es euch zeigen, aber das darf ich nicht. Digga, das war wirklich ein... Aber es war herrlich. Also der auf jeden Fall Premium-Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Verdammt nochmal. Weiter geht's. Ich habe mich über mehrere Ecken mitbekommen, dass der liebe Ayosha versucht hat, mit einem Rechtsanwalt mein CSD-Video runternehmen zu lassen oder Teile davon, wo ich über ihn rede. Wie ich mitbekommen habe, bist du aktuell auch Teil der Meinungsbürger-Szene und das finde ich erstmal wunderbar, aber dann hintenrum andere Menschen mundtot macht. Ich bin jetzt schon länger dabei und mache Videos und es haben mich schon sehr viele Menschen versucht anzuzeigen, um meinen Content irgendwie einzuschränken, meinen Kanal zu entfernen und so weiter und so fort. Und weißt du, was sich in der ganzen Zeit verändert hat? Nichts. Falls ihr mein letztes Video bis zum Ende geschaut habt, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich über eine gewisse Person kurz gesprochen habe, die aktuell sehr fragwürdige Posts macht. Und ich sagte auch in dem Video, dass ich nicht wirklich viel über diese Person weiß. Aber wir haben seit meinem letzten Video einige Menschen einige Posts zukommen lassen. Und zwar geht es heute um die Michalskis. Und die Michalskis... Eine schrecklich woke Familie. Die Michalskis sind schon ein hoch angesehener Teil der LGBT-Community in Deutschland, der Woke-Community, sagen wir jetzt mal. Und die sind auch befreundet mit Jia Lu, ne, über den ich auch im letzten Video gesprochen habe, und Ayosha und viele andere von den LGBT-Influencern und LGBT-TikTokern in Deutschland. Die wurden hauptsächlich bekannt über ihren Podcast, wo sie über ihre Dreierbeziehung sprechen. Also die führen eine polyamore Beziehung und klären über Polyamorie auf. Aber diese polyamore Beziehung hat sich jetzt mittlerweile aufgelöst, denn Saskia hat sich von Marcin getrennt. Das war der Mann in der Beziehung. Mir ist ganz wichtig, dass es hier nicht darum geht, eine Person in irgendeiner Art und Weise zu beschuldigen oder wir jetzt hier irgendein Fass aufmachen von irgendwelchen zehntausenden Spekulationen, die wir sowieso schon gewohnt sind, sondern es geht darum... Würde mich mal interessieren, also es gibt da ja so zwei Arten von Menschen. Es gibt diese Art von Mensch, die denkt, okay, polyamore Beziehungen funktionieren sehr gut. Und dann gibt es diese Art von Menschen, die sagen, das könnte ich mir niemals vorstellen. Das funktioniert doch nicht. Ne? Da ist doch immer einer, der hinten, der das dritte Rad am Wagen ist im Prinzip. Ne? Würde mich mal eure Meinung interessieren, haut es mir mal gerne in die Kommentare. Ich denke dazu, also wenn man der Typ Mensch dafür ist, dann kann das sicherlich funktionieren. Ja? Ne? Also wenn man mal tiefer geht hier in die Biologie rein, ja, in die Vergangenheit...
unsere Vorfahren waren ja auch nicht immer unbedingt treu, sag ich mal. Ne? Wobei, hier hat es ja dann logischerweise nichts mit Treue zu tun. Hier geht es dann mehr so in die Richtung, es ist ja abgesprochen, dass man die Beziehung öffnet im Prinzip. Ja? Also es ist ja in dem Fall nicht nur ein Öffnen der Beziehung, sondern also es werden ja mehrere Teile anerkannt. Ne? Es ist ja mehr als nur eine, wir haben hier und da mal einen Seitensprung. Ne? Es ist dann ja wirklich geplant, dass man zu dritt dann zusammenlebt. Warum das Martin so meine Beziehung sich verändert hat und wir jetzt einmal darüber sprechen wollen, wieso und weshalb und warum. Und sie hat jetzt Louis geheiratet, was auch eine nicht-binäre Frau ist, so wie Saskia. Es wird ja hauptsächlich um Saskia und Louis gehen, aber vielmehr um Saskia, weil Saskia in der Tat die Person ist, die Influencerin ist, die sehr viel für Information verbreitet und auch das Trans-Thema nur für sich und ihre Zwecke nutzt und auch vor allem um Marketingzwecke. Und das ist nicht nur unverantwortlich, dass das halt so ein Ding geworden ist, ne? Also das ist ja auch schon immer wild. Also man hat halt echt das Gefühl manchmal, dass Leute auf den Zug aufspringen, weil sie dann sofort Aufmerksamkeit bekommen, ne? Dann haut man ein paar polarisierende Sachen raus, dann ist man on top of the world und dann profitiert man davon am Ende des Tages. Aber gerade wenn man Fehlinformationen verbreitet, dann ist das natürlich dann nicht förderlich für die ganze Community. Aber ist ja egal, weil man profitiert ja davon, ne? Also wer mir dann noch immer sofort in den Kopf fällt, ist halt Giselle, die das halt komplett ausschlachtet, aber komplett. Sondern auch meiner Meinung nach unmoralisch. In meinem letzten Video habe ich bereits über diesen Post hier gesprochen, aber ich glaube, wir fangen jetzt mal in der richtigen Reihenfolge an, und zwar zu ihrem Outing, ihr Outing als nicht-binäre Person. Und ja, das lese ich euch jetzt hier mal vor. Sie schreibt hier unter diesem Bild Folgendes, und im Hintergrund sieht man auch Gio. Okay, also Saskia schreibt hier sehr dramatisch, wie ich finde. Hey, ach, ein Video über Gio, jetzt fällt es mir gerade ein. Also ich dachte mir, der Name kommt doch bekannt vor. Wir haben schon mal ein Video über die Person geschaut, über den Gio. Bitte hier einmal einblenden, ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Aber der war wohl, oder RCS, ne? Ich glaube nicht binär, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Aber der war ja auch so auf dem Trip, dass er gesagt hat, ey Leute, holt euch mal, nee, der hat Tipps gegeben, wie ihr am besten an die Medikamente kommt. Stimmt, der hatte Tipps gegeben dabei noch, das war wild. Wie ihr effektiv euren Psychologen verarscht oder wie ihr über Umwege an die Medikamente bekommt, die ihr natürlich unbedingt braucht, ne, ganz wichtig. Wenn ich mich recht entsinne natürlich, unter der Voraussetzung, ne, nicht, dass ich hier irgendwelche Falschaussagen treffe und ihr mich ankackt hier gerichtlich, das will ich nicht. Ich bin Saskia und ich existiere. Hey, ich bin Saskia und ich bin nicht binär. Hey, ich bin Saskia und mein Herz puckert gerade ganz wild. Aber ich mag mich nicht mehr verheimlichen. Oh, das geht schon so peinlich los, um Gottes Willen. Das hatte sie mal irgendwo in einem Roman oder so gelesen, dachte, boah, das ist cool. Boah, das übernehme ich jetzt, dieses dramatische, ich wiederhole mich jetzt dreimal, um Stimmung aufzubauen. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, ist cringe. Ich existiere. Daran ändert sich auch nichts, wenn mir dies tausende Menschen absprechen wollen. Ich existiere, obwohl diese binäre Welt mich in Formen und Schubladen pressen möchte. Ich zeige, dass... Was? Ihr macht daraus alles immer Schubladen. Also bei euch ist doch dieser Fokus. Okay, das ist mein Geschlecht. Bitte beachtet alle mein Geschlecht. Wirklich. Also das ist Kollegin Schnürschuh. Oder, nee, warte, nicht binär. Kolleginnen-Schnürschuh. Verdammt, das sind nicht wir. Boah, jetzt ist mal wirklich Schluss. Dass wir das Geschlecht einer Person nicht ansehen können, egal wie wir diese lesen. Ich bin weiblich gelesen und trotzdem keine Frau. Ich muss kein Schema erfüllen, welches mir die Berechtigung gibt, Envy zu sein. Ein Mensch, nicht Mann, nicht Frau. In Prozessen ganz anzukommen, was ich irgendwie schon immer wusste. Ich habe seit meiner Kindheit gesagt, hey, ich bin irgendwie ein Alien. Wieso fühle ich mich nicht so wie andere? Jetzt weiß ich so viel mehr. Mann und Frau ist kein Gefühl. Niemand kann sich fühlen wie eine Frau und niemand kann sich fühlen wie ein Mann. Und wenn wir über Transsexualität aufklären, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, da richtig aufzuklären, spricht man von Geschlechtszugehörigkeit. Und das bezieht sich auf die Geschlechtsmerkmale, die ein Mensch hat. Okay, also kann ich meine Merkmale annehmen oder kann ich sie nicht annehmen? Und wenn ich sie nicht annehmen kann, dann helfen einen Hormone und Operationen und so weiter. Heißt also, wenn Menschen wie Saskia aus diesen Stereotypen, aus diesen Mann- und Frau-Schubladen
heraus ein Gefühl beschreiben. Also sie fühlen sich als Frau, weil eine Frau entspricht dieser Schublade. Oder ich fühle mich wie ein Mann, weil ein Mann entspricht ja dieser Schublade. Das führt schon zu super viel Verwirrung und Fehldiagnosen, vor allem bezogen auf transsexuell, weil Mann und Frau kein Gefühl ist. Ich kann nicht wissen, wie sich eine Frau fühlt, weil ich nie eine Frau war. Ich bin. Es ist tatsächlich schwierig, das anhand eines Gefühls festzumachen. Ne? Also es ist jetzt mein Take dazu. Ne? Ich bin natürlich jetzt nicht binär, logischerweise. Vielleicht fühlen die sich natürlich anders. Aber letzten Endes läuft es halt darauf hinaus, dass du nicht anhand eines Gefühls entscheiden kannst, wo du jetzt zugehörig bist. Ne? Also ne, das wird immer, habe ich das Gefühl, ein bisschen vereinfacht. Nach dem Motto, okay, mein Kind steht auf blaue Farben, obwohl es ein Mädchen ist. Ah, vielleicht ist da was im Busch. Nein, es ist ganz, ganz individuell. Es ist ja alles auch irgendwie ein fließender Übergang. Ne? Also du hast dann diese sehr männlichen Männer und die Frauen, die dann vielleicht auch Fußball gucken. Und nur weil du jetzt irgendwas aus dem anderen Schema geil findest, heißt es ja nicht, dass du da zugehörig bist, logischerweise. Und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die aber aktiv danach suchen, okay, da unterscheide ich mich, das heißt, ich kann da ja nicht reinpassen, das heißt, ich bin eine Special Snowflake und kann mich jetzt so präsentieren. Also das ist jetzt mein subjektives Empfinden. Ne? Es gibt natürlich Leute, die halt wirklich eine Geschlechterdysphorie haben, wie zum Beispiel Persia X, ne, die dann wirklich ins andere Geschlecht wechseln und nicht einfach nur eine Special Snowflake sein wollen. Ich bin eine transsexuelle Frau. Ich kann euch aber auch nicht sagen, wie sich ein Mann fühlt. Und niemand von euch kann mir sagen, wie sich ein Mann fühlt und wie sich eine Frau fühlt. Das kann niemand beantworten, weil wir nur uns kennen und ich fühle mich wie ein Mann. Unsere Lebenserfahrung kennen und wir nur beurteilen können, ob wir unsere Merkmale annehmen können oder nicht. Und wenn der Rest unserer Gesellschaft so aufgeklärt wird, wie hier aktuell, dass jeder Mensch wirklich weiß, dass er keinem Rollenbild entsprechen muss, und ich dann auch all diesen Menschen erzähle, dass es einen Begriff gibt, der sich nicht binär nennt, was bedeutet, dass man sich weder noch als diese Geschlechterrolle oder diese Geschlechterrolle identifiziert, dann wäre die Mehrheit der Weltbevölkerung nicht binär. Okay? Dann wäre fast jeder nicht binär. Ich wäre somit auch theoretisch, wenn ich es danach beurteilen würde, eine nicht binäre Person, seine Geschlechtsmerkmale abzulehnen, was eine Diagnose ist, was auch eine übertriebene Belastung für diese Menschen ist, das macht einen Menschen transsexuell. This is my selbstbestimmtes Coming Out. Aber das Ding ist, sie scheint ja kein Problem damit, mit ihrem Äußeren zu haben. Ich meine, sie präsentiert sich ja auch mit ihren Brüsten. Sie scheint ja damit kein Problem zu haben, ne, mit ihren Geschlechtsmerkmalen. Das heißt, sie scheint ja ihre Weiblichkeit nicht abzulehnen in dem Fall, oder? Also sie hat sich ja jetzt nicht umoperiert oder so, ne? Also der springende Punkt ist ja, dass du dich mit einer Geschlechterdysphorie, also in dem du bist in dem falschen Geschlecht geboren im Prinzip, dein Kopf sagt was anderes, ne, du fühlst dich daran nicht wohl und dann willst du eigentlich alles loswerden, was sich daran erinnert. Ne? Sprich Penis oder eben Brüste, um eben zu dem Zustand zu kommen, dass du endlich zufrieden sein kannst, wo dich diese Sachen eben nicht mehr stören. Vor welchem ich so lange Sorge hatte. Ich weiß, ich muss niemandem etwas beweisen, dennoch wurde ich begleitet von so vielen Sorgen. Wie soll ich beschreiben, was dann noch niemand versteht? Wie oft wird mir gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter, was by the way einfach nicht stimmt. Es gibt seit 3000 Jahren verschiedene Geschlechtsidentitäten, Geschlechter neben dem binären Mann und Frau und bei der Entwicklung von Geschlechts in Kombination von über 1000 Genen beteiligt. Aber Sorgen hindern mich nicht daran, mich zu zeigen. Das ist auch eine falsche Information. Was auch super wichtig ist in der Wissenschaft, ist von dem sozialen Geschlecht und dem biologischen Geschlecht zu unterscheiden. Denn das Verständnis von Mann und Frau unterscheidet sich in gewissen kulturellen Kreisen, Religionen. Aber nur weil gewisse Kulturen oder Religionen oder irgendwelche anderen Gruppen ein verschiedenes Verständnis haben von Mann und Frau, heißt es nicht, dass es mehr als Mann und Frau gibt. Es gibt aber verschiedene Auffassungen von dem, was eine Frau ist und was ein Mann ist. Am Ende des Tages gibt es nur zwei verschiedene Sexualhormone. Und auch wenn es verschiedene Chromosomen gibt, die sich zusammensetzen können, was sehr selten ist, aber auch vorkommt, heißt es nicht, dass es mehr als zwei Geschlechtsmerkmale gibt. Wir sind auch nur Säugetiere. Wir können auch nur entweder Mann oder Frau sein und in seltenen Fällen intersexuelle Menschen, die beide Geschlechtsmerkmale haben und es auch oftmals gar nicht wissen, dass sie... Aber auch dann haben sie, wenn es intersexuelle Menschen sind, haben sie entweder die Geschlechtsmerkmale von Mann oder Frau. Also manchmal auch beides, aber nur von den beiden Teilen. Also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie ein drittes Geschlecht gibt oder sonst was. Ne? Aber irgendwie wird immer darauf beharrt, ja, es gibt mindestens zwei Geschlechter. Ne? Und dann gibt es dann ja ganz verrückte Menschen, die das dann genau festlegen und sagen, ne, es gibt 80 Geschlechter oder 85 Geschlechter oder so ein Quatsch. Ne? Ich habe alles schon gehört, das ist das Problem. Und was ich auch nochmal aufgreifen möchte, ist die Geschichte, dass sie am Anfang eben in ihrem melodramatischen Text davon
davon geschrieben hat, man spricht ihr die Existenz ab. Ne? Und da müssen wir auch endlich mal hinkommen, weil nur, weil man jetzt beispielsweise sagt, okay, dieses Nicht-Binäre, das erscheint mir nicht sinnvoll, spreche ihr nicht das Leben ab. Also sie kann ja trotzdem existieren. Ich sehe sie ja trotzdem immer noch als Mensch vor mir. Also auch das ist immer voll das Strohballargument. Es behauptet doch keiner, dass du nicht existierst. Offensichtlich existierst du. Intersexuell sind, aber das macht sie nicht zu einem neuen, biologischen, separaten Geschlecht und belegt auch nicht die Existenz von mehreren Geschlechtern. Und Saskia tut hier auch in dem Statement die ganze Zeit so, als hätte sie irgendwas Krasses über sich herausgefunden. Aber im Endeffekt teilst du uns nur mit, dass du dich nicht mit geschlechtertypischen Rollenbildern identifizierst, was nichts an deinem biologischen Geschlecht ändert und auch nichts an deiner Geschlechtszugehörigkeit, was man ganz klar auf dem Bild sieht. Du entsprichst einfach keinem typischen Bild einer Frau und das ist okay. Aber das macht dich nicht trans und das macht dich auch nicht zu einer Minderheit oder irgendetwas. Schon immer haben Menschen in meinem... Das ist mal eine wichtige Miene. Ich bin eine Frau, die auf Blau steht. Ich bin eine Minderheit. Ja, ich werde unterdrückt, verdammt nochmal. Bitte, passt auf mich auf. Akzeptiert mich. Lasst mich existieren. Nur weil ich eine Frau bin, die Blau mag. Nee, keine Frau bin, die Blau mag. In meinem Umfeld mich Wesen genannt, denn irgendwie war klar, das Frausein und die gesellschaftliche Kategorisierung dessen passt nicht und fühlt sich unwohl an und das Mannsein ebenso. Was bin ich also? Ich atme, ich bin, ich fühle mich heute so, morgen so, ich bin dazwischen. Weißt du, du musst das auch gar nicht verstehen und greifen können. Vertraue mir einfach, dass ich weiß, wer ich bin. Es liegt an jedem einzelnen Menschen, diese Ich bin ein pinker Elefant. Nein, also auch das genderfluide Sein. Also das genderfluide Konzept ist auch vogelwild. Ne? Das habe ich haben wir auf TikTok mal nahegebracht bekommen. Ne, da hat uns eine Person erzählt, als so ein genderfluider Alltag ist, du wachst morgens auf, da fühlst du dich so, boah, da wirst du lieber halt mit er angesprochen, ne, gegen Mittag. Und das ist kein Spaß. Ne? Das waren wirklich Menschen, die von ihren Erfahrungsberichten erzählen. Ja, Mittag, ne, wollen sie dann eher als sie angesprochen werden, da sind sie dann in der Zeit transitioniert und abends dann lieber so gar keine Pronomen. Und beim nächsten Tag gucken wir mal, wie wir aufstehen. Ne? Und das wird dann auch natürlich immer mit Anziehsachen kommuniziert. Also an dem Tag ziehe ich einen Rock an, jetzt bin ich eine Frau, am nächsten Tag ziehe ich einen Pullover an, da bin ich wieder ein Mann. Also auch da wieder voll in den Rollenbildern drin. Schubladen zu hinterfragen und anzuerkennen, dass wir individuell sind und dass Gender fluide ist. Denn hey, ich bin Saskia und ich existiere und wir sind viele. Envy-Sein ist valid und das kann uns niemand nehmen. Also man kann halt wirklich schon fast denken, dass sie sich hier über transsexuelle Menschen lustig macht und die transsexuelle Erfahrung. Ihr vermischt Geschlechtszugehörigkeit. Ja, das glaube ich aber nicht, dass sie sich damit über irgendwas lustig machen will. Ich glaube einfach, ich weiß nicht, wie so ein Kopf tickt. Das ist einfach so ein melodramatischer Motivationstext nach dem Motto, ey, bitte akzeptiert mich doch endlich. Und bitte glaub doch endlich, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle, obwohl sie keine Ahnung hat, wie sie sich fühlt. Offensichtlich. Mit Persönlichkeit und das ist einfach so unfassbar respektlos gegenüber Menschen, die mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit strugglen und auf eine Behandlung angewiesen sind und Hilfe. Und ihr nutzt es einfach für euch selber, versucht euch damit als eine Art Minderheit zu präsentieren, die unterdrückt ist und versucht für Transmenschen zu sprechen. Das ist so, so falsch. Ganz ehrlich, und ich weiß, einige Menschen stimmen hier. Warte, ich glaube, wir empfinden auch was. Wir erfinden eigentlich super, wir erfinden super heterosexuell. Dann sind wir auch eine Minderheit, weil wir sind nicht heterosexuell, wir sind super heterosexuell. Wir sind so unfassbar männlich, verdammt nochmal. Wir sind so männlich, ja! Wir gehen mit so breiten Beinen um. Wir trinken aus religiösen Gründen nur Bier, verdammt nochmal. So männlich sind wir, ja. Und es gehört verdammt nochmal zum guten Ton, Frauen in die Küche zu. So super heterosexuell bin ich. Und wenn du das nicht akzeptierst, ne, dann sprichst du mir meine Existenz ab. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß doch wohl am besten, wie ich mich fühle. Ja, ich bin super heterosexuell. Und das gehört nun mal alles dazu. Vielleicht nicht zu, aber ich finde das persönlich transphob.
was hier geschrieben wird. So. Und auch wenn das vielleicht nicht von ihr so gemeint ist, aber ich finde, es ist einfach wirklich transphob, wenn man sowas postet und sowas schreibt. Es ist und bleibt eine Diagnose, die für Betroffene, die darunter leiden, auf eine Behandlung angewiesen sind. Und es sollten nicht Menschen als so etwas diagnostiziert werden, die kein Problem mit ihren Geschlechtsmerkmalen haben und deswegen auch keine Transition durchleben und deswegen auch nicht für Menschen, Transmenschen, sprechen können. Ja, dreimal könnt ihr jetzt auch raten, wie die Pronomen von Saskia sind. Hey, meine Pronomen sind she, they. Was sind deine? Du bist okay mit deinem Körper. Du brauchst kein anderes Pronomen, weil du aufgrund deiner Geschlechtsmerkmale als Frau wahrgenommen wirst. Ich zeige euch jetzt hier auch mal ein TikTok und schaut euch das mal bitte genau an, was sie dazu schreibt, okay? Louis kommt nach Hause nach einer Woche Urlaub mit Louis Freundin. Ah, und jetzt? Lesbische, nicht-binäre Liebe existiert. Hä? Aber also ich verstehe hier vorne und hinten nicht. Also wir wissen doch, dass es Lesben gibt. Darf man Lesben sagen? Das hört sich so illegal an. Lesben hört sich irgendwie, also wenn man das sagt, ist das böse? Ist das negativ konnotiert? Ich weiß es doch nicht, wofür ich heute gecancelt werde. Aber lesbische, nicht-binäre Liebe existiert. Ja, also ihr seid zwei Frauen und die lieben sich und es ist eine lesbische Liebe, oder nicht? Würdest du verstehst, existieren nicht ohne dich. Nicht-binäre Liebe existiert, nicht-binäre Lesben. Also wirklich okay, jetzt... Okay, sie ist auch verwirrt. Das heißt, egal wie sehr man sich in das Thema einarbeitet, es wird einem, es wird sich nicht erschließen. Okay, gut. Es liegt nicht an meiner Unwissenheit. Als wäre das eine Parodie, Leute. Als wäre es eine Parodie. Ich bin kein Geschlecht, aber ich bin eine Frau und ich bin eine Lesbe. Auf Biegen und Brechen irgendwie versuchen, trans zu sein. Irgendwie zu sagen, Leute, ich bin aber nicht so diese stereotypische Frau, deswegen bin ich trans, aber ich bin auch eine Frau und ich bin auch lesbisch, aber ich bin nicht wirklich eine Frau, weil ich sehe mich ja nicht als Frau. Wann verstehen einfach Menschen, dass das nicht in Ordnung ist? Seid doch froh, dass ihr eure Geschlechtsmerkmale annehmen könnt und die nicht abstößt. Saskia und Leo, also die beiden Frauen, die jetzt doch eine monogame Beziehung führen, haben auch kürzlich geheiratet und dazu auch ein TikTok hochgeladen. Und das gucken wir uns jetzt hier auch mal an. Dinge, die uns für unsere queere Hochzeit wichtig waren. Also die Buzzwords, die müssen auch immer drin sein. Ne? Queer, ganz, ganz wichtig. Das muss 5-mal erwähnt werden. Genderneutrale Toiletten. ja, steht auch ganz oben auf meiner Hochzeitsliste. Scheißegal, mit wem ich heirate. Hauptsache genderneutrale Toiletten. Pronomensticker. Es gibt Pronomensticker. Es ist unfassbar. Ja gut, bei dem, was da keucht und fleucht, vielleicht besser so. Vielleicht besser so, ne, um hier mal ein bisschen rumzuhetzen, ne? Deren Hochzeit hatten sie geschlechtsneutrale Toiletten, Pronomensticker, okay. Und wenn ihr mal ganz genau dahin schaut, Leute, steht da sowas wie they, them und so, also total... Halt, es macht gar keinen Sinn, Leute, sorry, aber es macht gar keinen Sinn. So, warum denn Pronomensticker? Ja, aber es muss ja keinen Sinn machen. Es muss ja keinen Sinn machen, weil es ist Toleranz. Na, wenn irgendwas tolerant ist, dann ist egal. Ist egal, ob es Sinn ergibt oder nicht. Hauptsache immer toleranter, ne? Und wir reden hier nicht darüber, Leute, ne? Das möchte ich einmal festmachen über generelle Toleranz gegenüber Menschen. Ne? Wenn eine Person sich im anderen Körper fühlt, ne, sowas gibt es ja, ne, es gibt Transpersonen, es gibt auch immer noch Leute in den Kommentaren, die sagen, nee, gibt's nicht, aber doch, ne, es gibt Geschlechterdysphorie, offensichtlich, ja, ne, aber, also, dass man auch dann das immer nimmt, um alles drumherum irgendwie, ne, zum Beispiel jetzt auch Leute, die halt offensichtlich kein Problem haben mit ihrem Geschlecht, jetzt trotzdem irgendwie der Special Snowflake sein wollen, ich bin jetzt trans und nicht binär und sonst was, ne, das ist ein Warnzeichen, Alter. Wenn ihr doch die Leute kennt, die auf eurer Hochzeit sind und auch deren Pronomen kennen solltet, warum denn Sticker? Also es wirkt auf mich so. Und wie naja, die kennen ja gegenseitig nicht ihr Geschlecht, ne? Ich meine, das ist ja
unmöglich, ne? Also, ne, letzten Endes, dieses Konzept von Pronomen finde ich halt generell wild, weil, also meistens, du triffst ja mit 99,9%, wenn du rausgehst und eine sie als sie betitelst und er als er, triffst ja zu 99,9% in Schwarze und genau richtig. So, ne? Und also, und bei den 0,001%, auf die das dann nicht zutrifft, die können ja immer noch sagen, meine Pronomen sind das und das. Wie gesagt, es ist nur, wie es auf mich wirkt, als hättet ihr eure Hochzeit nur so gestaltet, um es dann auf TikTok zu posten. Das wären ja böse, böse Stimmen, die sowas behaupten würden, ne? Dass man da extra ein bisschen inszeniert, um, ne, auf Insta nochmal besonders auf Gutmensch zu tun. Um zu zeigen, wie woke ihr seid und aufgeklärt ihr seid, weil warum solltet ihr sonst sowas machen? Es ist halt wirklich, oh mein Gott. Aber kommen wir zum Oberhammer, Leute, und zwar Saskia hat jetzt vor kurzem, vor 2-3 Tagen, das hier in ihre Story gepostet. Und das lese ich euch jetzt auch nochmal vor. Also sie schreibt hier, so kann eine nicht-binäre Person aussehen. Es gibt nicht diesen einen Weg, nicht-binär zu sein. Du musst dafür nichts erfüllen. Egal wie viele Menschen versuchen, dir deine Identität abzusprechen. I see you und denke immer daran, dass du weißt, wer du bist und du niemals alleine bist. Kein Mensch weiß, wie es sich anfühlt, wenn diese Person nicht selbst Teil ist. Ja, zum ersten Abschnitt will ich jetzt auch nochmal Folgendes sagen. Und zwar, ich merke auch immer hier... Was macht sie denn jetzt, wenn wir jetzt alle entscheiden? Weil man muss ja jetzt... Also es gibt ja eigentlich gar keine Auflagen, die es gibt, um zu sagen, ich bin jetzt nicht binär. Es gibt ja offensichtlich keine Auflagen. Du kannst ja alles eigentlich machen, was du willst und bist nicht binär. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Wir alle sind jetzt nicht binär. Hashtag nicht binär in die Kommentare. Und mal gucken, ob sie dann wieder zurückwechselt, weil es ist ja nichts Besonderes mehr. Schauen wir mal, was dann passiert. Wie Menschen wie Saskia dieses Nicht-Binär so beschreiben wie etwas, als dass du so geboren worden bist, was dich so unterscheidet von allen anderen Menschen, von allen anderen normalen Menschen. Das ist so diese Minderheit, die nur unter sich verstehen, wie es ist, nicht-binär zu sein. Das ist so ein ganz eigenes Gefühl, was sonst niemand wirklich erlebt. Das ist halt total... Also, Leute... Für mich macht das auch keinen Sinn. Also, keine Ahnung, ne? Aber da bin ich wohl einfach mal wieder zu intolerant. Du musst nicht androgyn sein, um nicht binär zu sein. Gender ist ein Spektrum, welches sich immer wieder anders ausdrücken kann. Du bist immer genug. Das ist auch wieder so eine Standardfloskel, die man irgendwo mit einbaut. Du bist immer genug. Also, ja, und jetzt? Ne? Ist doch schön. Du bist doch gut, wie du bist. Also, sie wäre auch gut als Frau oder als was auch immer. So, ne? Aber, keine Ahnung, also es ist hier immer so nach dem Motto, okay... Ich fühle mich jetzt gerade nicht zu 100% wie ein Mann und jetzt denke ich mir irgendwas aus und das bin ich jetzt. Mir fallen hier so viele Dinge auf, die einfach nicht richtig sind so. Ich meine, so sie suggeriert damit so ein bisschen, dass jemand irgendwie annehmen würde, dass du nicht genug bist, wenn du nicht einem Stereotyp entsprichst. Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn sowas? Und versteht mich nicht falsch, Leute, ich weiß, dass viele Männer, vor allem Männer, Diskriminierung ausgesetzt sind, wenn sie nicht komplett sich männlich präsentieren. Auf jeden Fall. Aber du bist genug, egal wie du dein Geschlecht ausdrückst, wirkt auf mich einfach sehr, sehr falsch und als würde sie das ganz falsch bewerten. Nicht-binär steht für einen großen Umbrella an Geschlechtsidentitäten außerhalb des binären Systems Mann-Frau. Bedeutet, dass nicht-binäre Personen, wie ich zum Beispiel, sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Dir wird bei der Geburt kein Geschlecht zugewiesen, sondern es wird ein Geschlecht an dir festgestellt. Hier ist auch, by the way, dieser... Dass es auch immer so gern verwendet wird, dieses, es wurde mir fälschlicherweise zugewiesen. So, das ist ja immer so dann der Opener, so mit dem man so reingeht im Prinzip. Aber nein, eigentlich wird es festgestellt. Hat Transpersia schon recht? Habe ich gerade Transpersia gesagt? Oh Gott, ich komme in die Hölle. Umbrella oder Transregenschirm, den sie hier auch anspricht. Denn von dieser Woke-Community wird es tatsächlich wirklich so... Wie heißt sie nochmal? Sie heißt Persia... Persia X, ja, war doch richtig, ne? Aber keine Ahnung, wo das Trans herkam. Keine Ahnung, weil so viel gerade... Zeichnet, dass Trans ein Regenschirmbegriff ist, was natürlich komplett verrückt ist, sagen wir mal so. Denn unter diesen Trans-Regenschirm fallen nicht-binäre Menschen, Trans-Männer, Trans-Frauen und Crossdresser. Also Männer, die sich beispielsweise als Frauen kleiden und Frauen, die sich als Männer kleiden. Ehrlich?
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil nur weil sich ein Mann als Frau verkleidet zu irgendwelchen Anlässen, ne, oder keine Ahnung, dauerhaft ist er ja jetzt nicht gleich trans, ne? Da kann er trotzdem immer noch ein Mann sein. Ein Mann, der auf Kleider steht. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass das ist, ist, überhaupt höre ich zum ersten Mal von einem Trans-Umbrella. Under my Trans-Umbrella. Das müsste ich hier gleich zusammenschneiden, damit es nicht ganz so peinlich kommt. Die sind also alle trans und fallen unter den Trans-Regenschirm. Leute, wisst ihr eigentlich, wie crazy das ist? Wie kann man so rücksichtslos mit Diagnosen umgehen? Leute, ich werde es niemals verstehen. Es gibt Menschen, die das nicht verstehen. Unter anderem ich als ahnungslose transsexuelle Frau. Wie schade. Das musst du auch nicht. Du darfst mir aber vertrauen, dass ich weiß, wer ich bin und dass wir viele sind. Du siehst Menschen, deren Geschlecht nicht an, denn Ausdruck, Kleidung, Make-up, Haare, etc. kennt kein Geschlecht und sagt überhaupt nichts darüber aus, wer ich bin oder andere sind. Jeder sieht dir an, dass du eine Geschlecht... Ja, aber es ist doch jetzt nicht schlimm. Also ich verstehe generell nicht. Also sie ist halt eine biologische Frau offensichtlich. Ich glaube, das darf ich noch sagen. Und sie steht halt nicht auf die typischen Frauensachen. Und jetzt... Geschlechtsmerkmale annehmen kannst, liebe Saskia, das macht dich also zu einer biologischen Frau und keiner transsexuellen Person. So ist es und da sollte die Aufklärung auch einfach aufhören, Leute, weil alles danach verwirrt Menschen in ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Ist das einfach nur übertrieben, verantwortungslos und zu verurteilen, was hier gepostet wird. Einfach nur wow. Und wenn das so weitergeht, Leute, diese Art von Aufklärung, die wir jetzt hier auch von Saskia oder allgemein den Michalskis mitbekommen, dann kann es gut sein, dass in wenigen Jahren die Unterstützung der Krankenkassen wegfallen. Denn so ist es jetzt auch in Florida passiert, also in einem US-Bundesstaat. Denn da unterstützen die Krankenkassen das auch nicht mehr, also keine Hormone, nichts. Was auch auf die ganzen Fehldiagnosen zurückzuführen ist. Darüber hat auch vor kurzem eine transsexuelle Frau gepostet. Und was mich auch wirklich gefreut hat, ist, dass Hunter... Ach krass, okay, ja gut, dann passt das ja echt mit den Kosten auf Minderheiten, ne? Also wenn das schon in anderen Ländern dazu geführt hat, ne? Also dass jetzt viele quasi das bereuen oder... was heißt bereuen? Also es Fehldiagnosen gibt... dass das dann eben nicht mehr übernommen wird von der Krankenkasse. Krass, ne? Also theoretisch müsste es ja dann trotzdem aber immer noch einen Weg geben, dass es übernommen wird, ne? Weil, also kritisiert wurde ja vorher im Prinzip dieser Prozess, wenn man sich umwandeln wollte, das klingt auch immer so wild, ne? Wie wenn man von Super Saiyan 1 in Super Saiyan 2 geht, ne? Wer Dragon Ball Z gesehen hat, ne? Aber wenn man sich umwandeln wollte und es auch vor allem im Pass haben wollte, da musste man ja vorher so eine ewig lange Liste an Anforderungen machen und einen Fragenkatalog beantworten, ne? Das ist jetzt einfacher durch das Selbstbestimmungsgesetz, aber das ist halt die Frage, hat man durch das Selbstbestimmungsgesetz es auch einfacher, an die Medikamente zu bekommen? Das ist ja die eigentliche Frage, die sich hier stellt. Kennt sich da irgendwer aus in den Kommentaren? Schäfer, also eine Schauspielerin, die viele von Euphoria kennen, darunter auch mit Ausrufezeichen kommentiert hatte und das unterstützt hat. Und das gibt mir schon ein bisschen Hoffnung, dass immer mehr Menschen verstehen, um was es hier wirklich geht. So, und was hier wirklich alles auf dem Spiel steht. Und zwar tatsächlich Menschenleben. Also auf der einen Seite werden Menschen falsch diagnostiziert, weil sie falsch aufgeklärt werden, was trans bedeutet. Und auf der anderen Seite wird ihnen ihre gesundheitliche Versorgung und Behandlung entzogen, weil so viele Menschen fehldiagnostiziert werden. Und als transsexuelle Frau kann ich euch hier und jetzt sagen... Aber ich verstehe die Vorgehensweise nicht. Also bei vielen wird es falsch diagnostiziert und deshalb streicht man allen die Leistung. Ist das die Logik, mit der man da rangeht? Also macht aus meiner Sicht ja gar keinen Sinn. Dann müsste man ja eher daran arbeiten, dass die Diagnosen besser werden. Und nicht dann für die Leute, die es dann brauchen und die die richtige Diagnose haben, denen die Leistung zu streichen. Was ist denn das für eine Herangehensweise? Dass, wenn ich nicht früh genug meine Hormone bekommen hätte, weil ich habe auch erst mit 19 oder 20 angefangen, Hormone zu nehmen, wäre das später passiert, Leute, ich würde hier wahrscheinlich nicht mehr sitzen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und ich sehe euch ganz bald in meinem nächsten Video. Bis dann. Das war wohl eine Drohung. Den Kuss, den hebe ich mir auf für später. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Persia. Danke für das Video. Ja, wie gesagt, also ich muss ja wirklich sagen, ne, vielleicht fehlt mir da auch der Vorstellungshorizont, aber ich kann mit Nicht-Binär gar nichts anfangen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ne? Also Trans ist für mich ja noch klar, aber dieses Nicht-Binäre, das ist, also es wirkt auf mich wie irgendwas, was man sich aus dem Arsch zieht. Genau wie Trigender.
Ne, also, ne, und nochmal, ich spreche hier keinem die Existenz ab. Du darfst als Mensch weiter existieren, obwohl ich nicht an, also obwohl ich es für Schwachfug halte, Nicht-Binarität, ja, Nicht-Binarität, kann man das überhaupt sagen? Keine Ahnung, ne, aber gut, vielleicht täusche ich mich ja auf. Vielleicht kommt ja in 10 Jahren die Überstudie und wir sind alle nicht-binär und Mann und Frau gibt es gar nicht. Kann ja auch sein, ne? Ne? Man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Ich sag an der Stelle, lasst mir gerne einen Kommentar da, würde mich interessieren, eure Meinung jetzt zu dem ganzen Thema. Ein Däumchen nach oben, dann würden wir euch loben und dann guckt euch gerne das nächste Video passend zum Thema an. Ab geht's!